Boah, ui. Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der zweiten und letzten Monster aus der Reserve-Reihe mit der Watermelon. Und für mich auch tatsächlich ein historischer Moment. Dies ist das letzte Energy Drink Review, was ich für meinen Kanal aufnehme. Ja, ihr habt richtig gehört, im letzten Video habe ich es angekündigt. Ja, ich werde vielleicht nochmal in den Videos von den beiden auftauchen. Das ist vielleicht gut möglich. Aber auf meinem Kanal werden keine Reviews mehr kommen. Es wird noch ein offizielles letztes Video geben, wo ich das Ganze nochmal in Ruhe erkläre. Und ja, aber das ist jetzt, wie gesagt, das letzte Review, was ich aufnehmen werde. Kommen wir zurück zum Monster, denn wie gesagt, ich werde nochmal ein Abschlussvideo machen tatsächlich, wo ich alles nochmal in Ruhe erkläre. Und ja, genau, wir haben jetzt hier die zweite der Reserve-Reihe, die Watermelon. Die andere war ja die White Pineapple. Und sie werden damit, ja, keinen Saft zu haben, einfach wieder ein komplett raw Monster zu sein. Einfach, ja, der alte Energy Blend, wie er früher war. Genau, das soll er sein. Deswegen wahrscheinlich auch das, ja, sage ich mal, sehr einfach gehaltene Design, wie sie meistens früher auch waren. Gut, früher hatten sie das hier nun mal nicht und hier unten stand halt ein Monster. Aber die alten Dosen waren ja auch einfach schwarz und hatten ein farbiges M. Wie zum Beispiel die White Pineapple sah der Ripper, der alten Ripper tatsächlich sehr ähnlich. Und ja, ich denke mal, so wollen sie dann irgendwie zurück zu den Wurzeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Reserve-Reihe ja lange bestehen bleibt. Dementsprechend ist es schon was Besonderes. Und sie sind brandneu in Amerika. Und ich habe jetzt schon wieder meine Griffel dran. Machen wir sie mal auf. Füllen wir sie ein. Der letzte edle Tropfen auf diesem Kanal. Wollen wir mal schauen. Ja, werde ich mal dran riechen. Riecht tatsächlich wie der Monster Ultra Watermelon, aber mit, ja, mehr Süße. Die riechen, die Ultras riechen ja ein bisschen weniger süß. Und dieser hier riecht fast wie diese Haribo Wassermelonen, diese, ja, mit Schaumzucker unten dran. Aber auch irgendwie etwas nach Erdbeer. Bin mal gespannt. Prost. Okay, ein ganz interessanter Geschmack. Tatsächlich. Wenn ich an Erdbeere denke, schmeckt er für mich nach Erdbeere. Würde man mir ihn mit verbundenen Augen geben, würde ich tatsächlich sagen, es wäre Erdbeer. Nicht Wassermelone. Krass. Ja, wie gesagt, er schmeckt wie diese Süßigkeit, diese Erdbeersüßigkeit. Aber dann doch, wenn man an Wassermelone denkt, wirklich versucht sich das vorzustellen, schmeckt er wie die Süßigkeit von Haribo. Diese Wassermelonenteile mit Schaumzucker unten dran. Ist tatsächlich sehr, sehr süß. Also genau das Gegenteil vom Ultra. Und ist sehr, sehr künstlich. Klar, das möchte man bei Wassermelone tatsächlich erwarten. Aber diese hier kommt eher so an die Rain Watermelon ran. Also volle Kanne, Wassermelone, Erdbeergeschmack in die Fresse. Dann ein, ja, Geschmack, den ich nicht definieren kann. Ein sehr künstlicher Geschmack im Abgang. Und eine extreme Süße. Also ich muss ehrlich sagen, so für den erfrischenden, ja, Geschmack zwischendurch ist er für mich nichts. Dadurch, dass er einfach so extrem süß ist und einfach so einen extremen Geschmack hat. Und ich muss sagen, das ist mit einer der süßesten, die ich jemals getrunken habe. Also wirklich. Mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Außer, dass er für mich wirklich, was ich, also ich finde es jetzt nicht enttäuschend. Klar, es steht Wassermelone drauf. Aber es schmeckt für mich eher nach Erdbeer. Es ist, als wenn man ein geiles Steak bestellt, bekommt aber ein geiles Schnitzel. So sage ich das immer. Aber im Großen und Ganzen finde ich ihn tatsächlich sehr gut. Also die Reihe Reserve hat was. Gut, Leute. Das war's von meinem allerletzten Review, was ich selbst gedreht habe. Und ja, ich bedanke mich nochmal, dass ihr so fleißig zugeschaut habt, dass ihr seit 2014 meine Zuschauer wart und seid. Ich hoffe, ihr schaut euch gerne nochmal meine alten Videos an,
Die stehen euch immer noch zur Verfügung. Die werde ich auch nicht runternehmen oder sowas. Und ich stehe euch immer noch gerne zum Rat, was Kommentare angeht. Und ihr dürft mich alles fragen. Gut, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut. Es kommt noch, wie gesagt, ein Video. Und bis dann.